Das Ding. Live, laut, lässig. Diese Woche habe ich also gleich zwei Filme, die ich euch vorstellen möchte. Den Anfang machen wir mit Til Schweiger. Er wird mal wieder aufs Kinopublikum losgelassen. Mit seinem neuesten Werk namens Coco Vert 2. Du bist sicher, dass man das essen kann? Ein Coco Vert ist verzüglich. Vielleicht hätten wir nicht den Sekt nehmen sollen. Im Rezept steht Wein. Das nennt man kreative Freiheit. Wie immer bei Til Schweiger gab es im Vorfeld keine Pressevorführung. Der kleine Till hat ja immer so ein bisschen Angst, dass man schlecht über seine Filme reden könnte. Ich habe deshalb auch nur so ein Viertelstündchen rausgesehen. Es reicht aber, um euch einen Eindruck zu geben, in welche Richtung diese Reise da geht. Til Schweiger spielt, wie schon in Teil 1, den Henry. Mittlerweile ist er Filmproduzent und er lebt zusammen mit seiner 9-jährigen Tochter, mit seiner Freundin und mit einem Neugeborenen, die wiederum von einer anderen Mutter kommt. Das klassische Patchwork-Familienmodell ist also so ein bisschen der Rahmengeschichte. Und das wird alles noch chaotischer, als seine Freundin nach einem Streit auszieht und der Stiefvater seiner 9-jährigen Tochter einzieht. Wer den ersten Teil gesehen hat, der versteht die Konstellation, alle anderen, es ist ziemlich scheißegal. Wichtig ist nur zu wissen, es ist kompliziert und zudem müssen auch noch persönliche und berufliche Probleme geklärt werden. Und obendrauf findet auch noch eine weitere Handlung statt, nämlich die 9-jährige Tochter verliebt sich in ihrem Leben zum ersten Mal. Max ist eine Klasse über mir. Möchtest du meine Waffe haben? Von der Waffel wird man fett. Ich hab drei Worte für dich. Hau ab! Das sind zwei Worte. Papa! Du kleiner Klugscheißer! Mein Eindruck, es ist ein Til Schweiger-Film wie jeder Til Schweiger-Film. Die Fans werden ihn lieben, sie werden wieder in Scharen ins Kino rennen, wahrscheinlich auch 2, 3, 4 Mal, weil das ist ja so ein Phänomen bei ihm, das ich nicht so richtig fassen kann zumindest. Der Mann hat an der Kinokasse dermaßen Erfolg. Coco Vert Teil 1 hatte in Deutschland über 4 Millionen Zuschauer, war 2011 der dritterfolgreichste Film überhaupt und hat das 6-fache eingespielt von dem, was er gekostet hat. Eine Sache, die ich wirklich unfassbar finde, weil ich diese seichte Form der Unterhaltung aller Til Schweiger einfach so überhaupt nicht ab kann, im deutschen Kino zumindest nicht. Ich mag den Til Schweiger Humor nicht, ich mag den Stil nicht, ich mag die Art nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, ich mag einfach Til Schweiger nicht. Was ihm in dem Film jetzt ganz gut gelungen scheint, zumindest in den Szenen, die ich gesehen habe, ist so das Thema der ersten Liebe einer 9-Jährigen, ja eigentlich noch eines Kindes. Da gab es ein paar ganz schöne Szenen, aber auch da muss ich ihm wieder was vorwerfen. Alles, was ich sehen konnte, geht unter in einer schmierigen, klebrig, süßlichen Emotionalmusik, die so auf die Tube drückt, dass die Szenen eigentlich wieder an Intensität verlieren, was so ein bisschen nach hinten losgeht. Zusammenfassend, ganz kurz und klar, wer Til Schweiger Filme mag, der mag auch den und der kann ins Kino gehen. Wer nicht, der nicht. Und ich halt leider nicht. Der zweite Start für diese Woche geht in eine ganz andere Richtung, weg vom Familienkino. Es ist ein knallhartes Actionbrett mit dem Titel Parker. Zivilisierte Menschen brauchen Regeln. Und das sind meine. Ich beklaue nur Leute, die genug haben. Und ich tue keinem was, der es nicht verdient hat. Hier ist die Inhaltsangabe noch ein bisschen leichter, weil noch weniger Geschichte dahinter steckt. Jason Statham spielt einen Berufsdieb, der nach einem Raub von seinen sogenannten Partnern abgezogen wird und dann auch noch fast getötet wird. Konsequenz ist ganz klar, es gibt für ihn nur noch eins, nämlich Rache. Und er macht sich daraufhin mit Jennifer Lopez an seiner Seite hinter diesem Typen her. Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber Sie brauchen auf jeden Fall jemanden, der sich hier auskennt. Ziehen Sie Ihre Sachen aus. Was? Ich muss wissen, ob Sie verwandt sind. Wie können Sie nachts bloß schlafen? Ich trinke nach 7 keinen Kaffee mehr. Parker ist für mich vor allem deshalb eine Enttäuschung, weil der Regisseur früher mal wirklich richtig, richtig gute Filme gemacht hat. Aber hier jetzt ist Jason Statham eigentlich mit seiner coolen Art der einzige Grund dafür, dass das Ding nicht ein völliger Flop geworden ist. Ich weiß selbst, dass man solche Filme nicht ernst nehmen darf und kann und soll und das tue ich auch nicht. Aber das ist einfach so sehr B-Ware, dass es nicht mehr so als Guilty Pleasure oder so durchgeht. Es ist ideenlos inszeniert, die Handlung ist abstrus und strotzt vor Logikfehlern. Filme wie der sind gerne witzig cool, ist der überhaupt nicht. Und dann nimmt er sich auch noch viel zu ernst. Insofern ist das leider eine Empfehlung für niemanden. 8 € an der Kinokasse dafür ausgeben, sind auf jeden Fall rausgeschmissenes Geld. Was auch immer ihr diese Woche im Kino guckt, wofür ihr euch entscheidet, tut mir bei der ganzen Sache einfach einen großen Gefallen. Bleibt brav und denkt dran, nicht runterladen, sondern reingehen. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.